Das ist irgendwie ein befestigterer Turm. Finde ich aber jetzt irgendwie... Wir halten das hier mal so ein bisschen im Auge. Im Zweifel schicken wir die rechtzeitig zurück. Weil wir haben den Turm halb und wir haben... drei Musketiere bereits verloren. Aber gut, wir haben, wie gesagt, halb, mehr als halb. Okay, wir haben jetzt die... Jetzt sind wir wieder bei 6 Musketieren. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen im Auge behalten. Aber ich glaube, wir schaffen das, auch wenn jetzt diesmal dann nur mit 5 Musketieren wieder rausgehen. Ah, vielleicht noch 2 Schüsse brauchen wir. Schon noch, glaube ich. Okay, wir haben die Schlacht gewonnen und dann ziehen wir uns hier mal wieder zurück in unseren Turm. Was hat der jetzt hier aufgefahren? Pikiniere hat er aufgefahren, ne? 10 Stück. Habe ich doch gesehen. Das ist auch ganz praktisch, dann wissen wir das schon mal, dass wir da 10 Pikiniere zu erwarten haben. Ich weiß gar nicht, müssen wir jetzt, ich glaube, die Türme müssen wir, glaube ich, gar nicht zerstören. Wir müssen jetzt einfach hier, haben wir den Weg hier hoch, aber trotzdem würde ich sagen, wir füllen die verlorenen Musketiere mal auf. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann schauen wir mal, ob wir es schaffen, hier anzugreifen, ohne den Turm zu zerstören. Weil wenn wir erst alle Türme zerstören müssen, dann hätten wir hier unten ja auch noch einen Turm. Das heißt, wir werden insgesamt 3 Türme, die wir zerstören müssen. Ich hoffe, da kommen wir drum herum, dass wir das nicht tun müssen. Die Münzenproduktion ist ein wenig schleppend, glaube ich. Wir haben aber auch nur eine Münzprägerei. Könnten wir natürlich überlegen, ob wir nicht da eine zweite Münzprägerei bauen könnten. Und ich glaube, das tun wir auch. Dann produzieren wir ja im Prinzip mit doppelter Geschwindigkeit. Ne, weil wir jetzt auch schneller die Gold und Kohle schürfen können. Und dadurch, dass wir die ja hier mit Nahrung versorgen, dass ja sowieso immer 2 auch noch gleichzeitig produziert werden. Das heißt ja nicht nur mit in 60% kürzerer Zeit, sondern auch in 60% kürzerer Zeit die doppelte Menge. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist natürlich... Das würde sich manch ein Unternehmen sehr wünschen, dass das bei ihnen so klappen würde mit der doppelten Menge in kürzerer Zeit. Ist schon nicht schlecht. Schlecht hingegen ist natürlich, dass das hier immer noch ruckelt. Was ich immer noch nicht ganz verstehe, warum es das tut. Okay, wie gesagt, wir haben den Turm haben wir zerstört. Turm Nummer 1 von 3. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier oben das Ding hier eingenommen kriegen, damit wir unten zu dem Hafen kommen können. Ja, hier mit dem neutralen Ding sind auch 10 Pikiniere boah. Sind 10 Pikiniere ist natürlich auch mal eine Hausnummer, ne? Also 10 Pikiniere, die macht man ja nicht mal eben so fertig, sag ich mal, ne? Okay, noch 3 Musketiere brauchen wir, dann haben wir wieder volle Truppenstärke erreicht, sag ich mal. Zumindest das, was wir im Moment als volle Truppenstärke ansehen. Wir können natürlich noch mehr Leute ausbilden, aber erstmal sollten 10 Pikiniere und 10 Musketiere, glaube ich, reichen. Um mit Rasbun fertig zu werden. Hier haben wir noch ein bisschen Gold, ist ja, glaube ich, noch hier. Ja, noch 63 Gold, da können wir ja noch. Da können wir Truppen ausbilden. Da schlackern alle mit den Ohren. Was können wir hier eigentlich hinsetzen? Einen Friedhof können wir hinbauen. Kostet einen Stein und bringt uns ein Prestige. Aber im Prinzip brauchen wir ja nicht mehr Prestige, weil das hier alles ja noch gar nicht... kann ich ja alles noch gar nicht freischalten.
lohnt sich also gar nicht, dass wir da irgendwie uns was überlegen. Wie sieht das hier eigentlich aus mit die Fische? Da haben wir noch 10, da haben wir noch 45, das ist gut. Wie sieht das aus mit Fleisch und so? Da haben wir noch 3 und 5, aber hier waren auch noch irgendwo, hier glaube ich in dem Wald, ne? Genau, 12. Und im Moment haben wir auch 21 verbesserte Verpflegung, das ist ja auch erstmal vollkommen ausreichend. Wir könnten hier die zweite Fischerhütte hinsetzen, dann haben wir mehr Fischproduktion. Ne, da wir die ja hier auch immer noch die einfache Verpflegung hier auch in die Berghütte schicken. Und ja ein bisschen auch noch drauf geht für die Bierproduktion, die wir eigentlich ja jetzt im Moment gar nicht mehr brauchen. Ne, fällt mir gerade so ein. Können wir die dann auch wieder stilllegen? Weil im Moment brauchen wir die eigentlich hier gar nicht. Ne? Dann würde ich sagen, reißen wir die ab. Das spart uns dann erstmal Getreide. Und Getreide ist ja was, das können wir ja produzieren en masse. Das heißt, im Zweifel können wir dann auch weiter wieder Bier produzieren. Und wir haben, glaube ich, noch 15 Bier, glaube ich, habe ich gerade gesehen, hatten wir noch auf Lager. Genau, 15 Bier, 110 Wasser. Das ist erstmal ausreichend. Aber wir wollen auch im Moment gar keinen Bruder und auch gar keinen Pater ausbilden. Weil dafür haben wir ja hier im Moment auch noch gar keinen Forschungsdinger, wo wir die bräuchten. Deshalb können wir das erstmal getrost sein lassen. Noch 2 Musketiere fehlen uns, dann sind wir komplett. Und wir produzieren ja wieder mit 2 Münzprägern. Das ist auch ganz praktisch. Okay. Na, und wie gesagt, wenn wir die 10 jetzt wieder voll haben, dann versuchen wir mal den Außenposten einzunehmen. Mal gerade besser hinsetzen. Aber 10 Pikiniere ist natürlich auch eine Hausnummer, ne? Ich meine, aber ich will jetzt mein Gold auch nicht verschwenden, indem ich Pikiniere ausbilde, denn wir haben ja, wenn wir da ankommen, auch wenn wir gegen den Turm ja gekämpft haben, haben wir ja neben Pikinieren ja auch noch Musketiere übrig. Ne, und die Musketiere, die schießen ja auch auf die Pikiniere vom Gegner, sodass wir dann natürlich da auch tendenziell ja auch eher wieder im Vorteil sind. Ja, es ist alles nicht so einfach. Es ist halt doch das, wie heißt das so schön, ist natürlich auch ein Strategiespiel. Das heißt natürlich, man muss sich auch eine gewisse Strategie überlegen. Es ist sehr viel mit Denken ist das verbunden. Ne, Denken, das wissen ja die wenigstens ist kostenlos. Ne, also Denken kann jeder in der Regel. Unter der Voraussetzung, dass er natürlich die körperlichen Mindestanforderungen, sage ich mal, erfüllt. Also ein Gehirn sollte da sein. Ne, das, wobei daran scheitert es ja bei vielen ja auch schon mittlerweile leider. Muss man ja mal so festhalten. Also Gehirn hat ja nicht jeder. Ne? Das ist ja quasi, ich gibt ja dieses schöne Tier, die Seescheide. Dieses Tier, wenn es geboren wird, besitzt es ein Gehirn. Allerdings benutzt es dieses Gehirn dazu, einen schönen Ort zu finden, wo es sich dann niederlässt. Und kaum hat es diesen Ort gefunden, an dem quasi die Bedingungen optimal sind, setzt sich das da fest und das Erste, was es dann tut, ist das Gehirn auffressen. Ich habe den Eindruck, manche Männchen tun das auch. Also wenn die dann nachmittags oder abends dann oder so den lieben langen Tag auf dem Sofa sitzen, dann haben die auch nichts Eiligeres zu tun, als das Gehirn aufzufressen. Ich meine, gut, braucht man dann auch nicht mehr. Ne? Also ich meine, okay, das klingt jetzt auch irgendwie falsch. Ich meine, gutes Gehirn. Also wie gesagt, wenn man das Gehirn hat, ist Denken kostenlos. Ne? Also das ist halt so. Ne? Kann man nicht machen. Kann man nichts machen. Leider haben nicht alle Gehirn. Aber wie kam ich jetzt drauf? Ah ja, Strategiespiele. So eine Strategie, sich zu entwickeln, ist natürlich auch immer so ein bisschen was. Hat immer ein bisschen was mit Denken zu tun. So kam ich drauf, glaube ich, ne? Ich meine, das wäre meine Überlegung gewesen. Wie sieht das denn jetzt hier aus mit den Musketieren?
So, Musketiere, haben wir die denn jetzt hier mittlerweile? Nein, haben wir nicht. Noch zwei fehlen immer noch. Was machen denn die Münzträger? Sind die hier wieder Däumchen am Drehen? Ja, sind die. Die stehen da davor und tun wir gar nichts. Ne? Das ist unglaublich, ist das. Unglaublich ist das. Wie wäre es, wenn ihr denn mal arbeitet, ihr Schweine? Ne? Für euer Geld. Aber was wir natürlich machen könnten, ist einfach mal speichern. So. Und dann versuchen wir das einfach mal und schauen mal, was passiert. Im Zweifel können wir die ja auch wieder zurückziehen. Das geht ja auch. Und wie heißt das so schön? Ein strategischer Rückzug ist keine Flucht. Das steht, glaube ich, auch in diesem Kunst des Krieges von diesem Chinesen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe den Namen nicht gemerkt. Ich weiß nur, dass es dieses Buch gibt. Das ich sogar besitze, glaube ich, in gebundener Form. Ah, jetzt wird es spannend. Das heißt, wir könnten die jetzt hier fertig machen, ohne gegen den Turm zu kämpfen. Aber dass die jetzt da gegen meine Musketiere angehen, das finde ich jetzt nicht so toll. Jetzt haben die da einen meiner Musketiere getötet. Das finde ich allerdings jetzt irgendwie kacke. Okay, wir haben drei Pioniere verloren. Oder gleich dann mehr wahrscheinlich. Und auch wieder zwei Musketiere verloren. Wir haben eine Schlacht gewonnen. Das gefällt mir natürlich wiederum sehr. Ich gewinne ja persönlich auch sehr gerne. Es gibt ja Leute, die verlieren lieber, aber ich gewinne lieber. Ich gehöre zu den Leuten, die gerne gewinnen. Und wir brauchen dann, wir haben ja hier noch vier Pikiniere, 10. Vier, wie komme ich jetzt auf vier? Vier ist natürlich Quatsch. Wir brauchen noch vier Pikiniere, damit wir auch... Nein, du so... Alter! Das war jetzt dumm. Wieso habe ich... Kannst du da bitte jetzt da wieder einen Angriff starten? Danke. Hätte er, glaube ich, noch... Ich dachte, ich hätte das wieder abgewählt, aber irgendwie... Merkwürdig. Was wollte ich machen? Okay, hier 1, 2, 3, 4 Pikiniere brauchen wir wieder. Dafür brauchen wir natürlich auch ein paar Münzen. Aber erstmal hat jetzt sein Raspen ja keine Truppen mehr. Das ist vorteilhaft. Und ich befürchte fast schon, wir werden hier bald hier auch hier einmarschieren müssen, glaube ich. Goldminen, nichts mehr drin. Aber ich habe kein Gold mehr, ne? Das ist natürlich wiederum praktisch. Okay, wir haben... Haben wir hier noch 40%, haben wir was eingenommen. Und dann werden wir wahrscheinlich hier noch diesen Punkt hier einnehmen müssen. Aber das soll uns ja nicht stören. Wenigstens haben wir dann hier wieder ein bisschen... 7. Toll, 7. 7 Steine ist natürlich auch so die Menge an... Stein, dafür waren wir ein bisschen spät dran, glaube ich, aber ging ja nicht schneller. Also es ging ja wahrscheinlich schon schneller, wenn wir dann auch noch verbesserte Verpflegung an die Münzpräger geliefert hätten, hätten wir schon auch schneller gearbeitet. Schon wieder! Wie könnt ihr es wagen? Meine Rache wird gnadenlos sein. Seid gewarnt! Da bin ich ja mal gespannt. Sehr gut, Prinzessin. Der Weg zum Hafen ist endlich wieder frei. Und Raspun blockiert nicht länger diese Handelsstraße. Da der Hafen jetzt wieder zugänglich ist, nutzt diesen Vorteil, um dort fehlende Steine zu handeln. Bildet Kaufleute in der Händlergilde aus. Mit ihrer Hilfe könnt ihr Steine im Hafen erwerben. Okay, das heißt, wir müssen... Es wäre klug, die Händlergilde möglichst nah am Hafen zu errichten. Warum lasst ihr sie nicht im neu eroberten Sektor erbauen? Okay, er richtet eine Händlergilde, richtet Handelsrouten ein, er handelt Steine. Gut, dann werden wir das doch einfach mal tun. Der Bauernhof kann auch eine Schafzucht aufnehmen. Wie die Getreidescheune benötigt die schafzuchtfreie Raum, um jede Menge Wasser, die vom Schäfer produzierte Wolle, wird in der Weberei weiterentwickelt. Weberei, Schneiderei,
Okay. Überlegen wir uns dann nochmal. Was haben wir hier? Handel. Benutzt die Handelskarte, um Optionen im Handelsposten freizuschalten. Schickt eure Kaufleute auf Expedition, um neue Handelsaußenposten zu erreichen. Okay, wir brauchen aber erstmal eine Händlergilde. Die Händlergilde gibt es hier. Und wir bauen sie... Ja, da. Da steht so gut. Da können wir sie hinbauen. Na, jetzt ruckelt das natürlich hier wieder. Na, komm schon. Okay. Dann brauchen wir hier 0 von 10 Steinen. Aber die Steine sollten wir ja noch haben. Ja, 13 Steine haben wir. Das passt also. Damit können wir arbeiten. Kostet uns denn einen Bauernhof? Kostet der uns... Nein, der kostet uns nur 3 Bretter. Das ist natürlich praktisch. Dann könnten wir den hier so da hinsetzen. Zack. Natürlich hier mit der Straße hier runter angeschlossen. Und dann könnten wir hier natürlich mal Schafzuchten hinsetzen. Die kosten uns ja auch keine Steine. Ein Lagerhaus kostet uns auch keine Steine. Dann können wir da auch hier ein Lagerhaus hinsetzen. In der Hoffnung, dass dann irgendwann mal Siedler kommen und das da bauen. Können wir auch eigentlich hier erstmal die Verpflegung rausnehmen. Und lassen die erstmal einfach weiter produzieren. Dann haben wir da auch erstmal keine... Wobei, vielleicht doch erst nochmal hier die Verpflegung drin lassen. Und wir produzieren mal ein paar Goldmünzen. Dann können wir nämlich hier die verlorenen Truppen demnächst ersetzen. Wobei ich denke, wir werden hier wahrscheinlich noch andere Truppen brauchen. Weil die Türme werden wir mit unseren Musketieren eher nicht... so einfach klein kriegen. Und da ist, haben wir noch einen neutralen Posten mit 30 Steinen. Die 30 Steine, die reizen mich natürlich. Aber Raspun kann ja da auch erstmal nicht hin. Der müsste dann erstmal ja in unseren, durch unseren Sektor. Insofern würde ich sagen, wir bleiben erstmal bei dem, was wir haben. Handelsrouten, Logistik. Logistik, was haben wir hier? Konnten wir nicht hier? Nein. Achso, ich bin ja schon dabei. Ich bin schon dabei, die 4. Ja, stimmt. Ich bin ja die 4 Pekiniere ja schon am Ausbilden. Stimmt ja. Hatte ich ganz vergessen. Passiert schon mal. Das kann ja schon mal passieren. Okay. Na okay, da haben wir auch einen Pikinier gerade neu dazu bekommen. Aber ich nehme schon über eine Stunde auf. Das ist natürlich... da müssen wir gerade mal kurz einen Moment die Aufnahme neu starten. So, und dann geht es quasi nahtlos weiter. Kurz aufschreiben. Okay. Und weiter geht es. Das heißt, wir haben jetzt eine Stunde schon aufgenommen. Oh mein Gott. Kam einem gar nicht so lange vor irgendwie, ne? Ich meine, wenn man sich nett unterhält oder hier seine Monologe hält, dann ist das halt auch irgendwie verständlich. Sprechen will gelernt sein. Okay, wie wäre es, wenn ihr denn da unten mal bauen würdet, Freunde? Ne, was haltet ihr davon mal? Einfach hier mal sowas bauen. Kann nur helfen, sag ich mal. Aber die sind hier alle gerade noch fleißig alles am hin und her tragen. Naja. Okay, wir haben einen Bauernhof errichtet. Das ist natürlich praktisch. Aber der Bauernhof interessiert mich gerade eigentlich nicht so sehr wie die Händlergilde. Das Lagerhaus ist auch schon fertig. Leute, wie wäre es, wenn ihr die Händlergilde bauen würdet? Das fände ich persönlich
ganz toll. Also, wie wäre das? Einfach mal ein bisschen ranklotzen. Jetzt haben wir da 3 Steine im Lagerhaus. Bringt die doch direkt in die Baustelle, Leute. Wenn man nicht alles selber macht. Wenn man nicht alles selber macht, dann... hier können wir nämlich... was können wir hier? Klickt oder benutzt das Mausrad. Wählt die Handelsmenge mit Hilfe des Mausrades oder klickt auf Plus und Minus. Blendet eure Kaufleute aus, um mit Gütern zu handeln. Würde ich ja gerne, wenn jetzt aufhören würde, zu ruckeln. Danke. Da können wir Kleider und Ringe gegen Gold tauschen. Wie praktisch. Ich glaube, wir haben sogar Ringe. Ringe haben wir, glaube ich, ne? Und wir haben auch sogar ein Kleidungsstück. Und wie wäre es, wenn ihr jetzt endlich mal dieses verdammte Händlergilde hier aufbauen würdet? Ja, ist doch alles da, Leute. Tragt das doch da mal rüber. In die Baustelle tragen. Jetzt haben wir hier 10 Steine drin liegen. Wie wäre es, wenn ihr das dann hier auch dann mal hier in die Händlergilde schaffen würdet? Dass wir die mal hier aufbauen können, damit wir endlich mal fertig werden. Über die Händlergilde. Die Händlergilde ist der Mittelpunkt eures Handelswesens. Ebenso wie die Kirche ist sie ein Hauptgebäude. Überraschung. In der Händlergilde könnt ihr Kaufleute ausbilden. Klickt auf Plus und Minus, um ihre Zahl zu erhöhen oder zu vermindern. Über Kaufleute. Kaufleute machen sich auf den Weg zum Handelssektoren mit einem Hafen oder Marktplatz, um mit Waren zu handeln. Kaufleute durchqueren nur Sektoren, die euch gehören oder neutral sind. Ihr müsst die feindlichen Sektoren erobern, die sich in eurem Gebiet und dem Handelsposten liegen. Haben wir erfolgreich gemacht. Es gibt 3 Arten von Kaufleuten. Hausierer können Güter für genau ein Geschäft transportieren. Andere Kaufleute werden über die Ausbaustufen eurer Händlergilde freigeschaltet.